Das französische Städtchen Morteau im Jura nahe der Schweizer Grenze. Von den 7'000 Einwohnern pendelt rund die Hälfte für die Arbeit in die Schweiz. Entsprechend gross ist der Autoverkehr. Taxito ist eine Art organisierter Autostopp. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, begibt sich an eine der Taxito-Haltestellen und wählt mit einer Handy-App die gewünschte Destination. Die Tafel zeigt diese Destination an. Und jeder Autofahrer, der vorbeifährt, sieht dann, dieser Mann ist dem System bekannt und er will dahin. Spontan entscheidet er sich, ich nehme ihn mit, hält an, der Fahrgast quittiert mit der Autonummer, die er wieder an Taxito schickt und der Vorgang ist abgeschlossen. Nach der Einführung im Sommer in der Region Luzern kommt Taxito jetzt in der französisch-schweizerischen Grenzregion zum Einsatz. Das grenzüberschreitende Angebot an öffentlichem Verkehr ist dürftig. Deshalb unterstützen die lokalen Behörden die Aktion. Sie erhoffen sich von Taxito eine Linderung ihrer Verkehrsprobleme. In Grenzregionen herrscht eine große Dynamik. Darum müssen wir die Mobilitätsprobleme in den Griff bekommen. Die verstopften Straßen vergiften unser Leben, sowohl auf der französischen wie auf der Schweizer Seite. Bei einer wildfremden Person zuzusteigen, ist nicht jedermanns Sache. Dass sich beide Beteiligten identifizieren müssen, soll die Sicherheit erhöhen. Wir kennen vom Passagier mindestens die Mobilnummer und vom Autofahrer mindestens seine Autonummer. Also kennen wir von beiden wichtige Aspekte. Wenn das Modell funktioniert, soll es auch in weiteren Regionen mit ungenügendem ÖV-Angebot zum Einsatz kommen.